ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout für Becken und Schultergürtel. Beides nennt sich Extremitätengürtel, denn oben sind ja unsere Arme am Schultergürtel befestigt sozusagen und hier unten fallen unsere Beine aus dem Becken heraus. Und spür heute ganz genau hinein, wie beides auch zusammenhängt. Natürlich verbindet die Wirbelsäule Schultergürtel und Becken. Und das merkt man eigentlich bei jeder Bewegung. Also mal genau wahrnehmen heute, dich wohlfühlen vielleicht, auch einen entspannteren Nacken dadurch bekommen durch die Bewegung, denn der Nacken hängt auch ganz eng zusammen mit Schultergürtel und Becken und der Beckenboden. Also mitmachen und sich danach hoffentlich so richtig wohlfühlen. Ganz wichtig, richte dich gleich mal auf, denn probier es mal aus. Stell dich hüftbreit auf. Lass dein Brustbein fallen, deinen Schultergürtel fallen. Schau mal, was hier unten passiert. Spür auch deinen Beckenboden, wie der auslässt, wie vielleicht auch der Bauch rauskommt. Und dann richtest du dich auf, nimmst ganz sanft die Schultern nach hinten unten, Handflächen zu mir und dann drehst du nur die Handflächen wieder zurück. Und du merkst sofort, wie sich dein Becken aufrichtet und auch dein Beckenboden entspannt, oder? Hier bekommst du Druck, die Organe sinken nach unten. Und wenn du dich aufrichtest, müsstest du merken, dass es den Beckenboden entspannt und deinen Nacken vor allem auch entspannt. Mach noch ein paar Mal. Werde rund, Becken kippt, untere Rad nach vorne, richte dich auf, heb dein Brustbein. Knie sind ganz leicht durchlässig. Wenn du rund bist, kannst du sie auch strecken. Nochmal. Einatmen. Ausatmen, einatmen, also immer wieder im Alltag an diese Aufrichtung denken, denn das entlastet wirklich alle Gelenke, aber auch Beckenboden und lässt den Nacken entspannen, wie du merkst. Jetzt wird diese Bewegung zu einer Welle. Jetzt versuchst du mal unten das Becken vorzuschieben, dein Brustbein vorschieben, wie eine Welle im Rücken und dann beginnst du wieder oben rund werden. Und dann Becken nach vorne und wieder oben rund. Eine ganz kleine Welle nach vorne. Und die Welle startet eigentlich immer im Becken. Also unterer Rand nach vorne, unterer Rand nach hinten, unterer Rand nach vorne. Und nach hinten. Genau, wenn es nicht so klappt, ist es ganz egal. Versuch nur nachzuspüren, wie so der ganze Rumpf zusammenhängt. Am besten ein, aus, ein, aus. Deinem eigenen Rhythmus. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück, öffnest deine Handflächen nach oben, Blick nach oben, atme aus und Handflächen zum Boden rund werden, Becken kippen. Nochmal einatmen, Schultergürtel, Brustbein öffnen, ausatmen und rund. Auch hier ganz deutlich den Zusammenhang wahrnehmen, einatmen. Ausatmen. Noch einmal, bleib jetzt hier geöffnet. Nimm deine Hände vorne zusammen, richtig fest. Deine Finger kreuzen. Zieh ein bisschen auseinander und spür den oberen Rücken. Komm jetzt ein bisschen mehr in die Grätsche, lass dich nach rechts und links rotieren. Auch hier Ellbogen führt. Schau, was passiert im Schultergürtel, was passiert im Becken. Lass dich mitziehen, fasziale Verbindung wahrnehmen. Ganz sanft. Langsam zur Mitte einpendeln und die Knie etwas gebeugt lassen. Und jetzt
kreist du hier rund um deinen Oberkörper. Schau mal, nimm auch deinen Oberkörper in die Bewegung mit. Nicht nur die Arme, sondern wirklich auch deine ganze Brustwirbelsäule. Atmen, Nase ein, Mund aus. Und dann versuch mal, dein Becken auch mitzunehmen. Streck, rück deine Knie und kreise mit Becken und Armen, Schultergürtel. Stopp, Richtungswechsel. Zuerst die Arme, beug wieder deine Knie. Eine Richtung ist auch immer so ein bisschen angenehmer, finde ich. Findest du auch? Streck ruhig deine Knie und komm mit in die Bewegung. Dann kommst du wieder zurück zur Mitte, löst die Arme auf und streckst einen Arm ganz weit nach oben, zieh, beug dein Knie, jetzt die Fußspitzen nach vorne drehen. Und wechseln, einen Arm hoch und nochmal wechseln. Versuch hier den Arm hoch und die Schulter hochzuziehen. Genau. Schultergürtel ist auch dabei, wenn du deine Schulter hier mit Arm nach oben ziehst. Und dein Becken schiebt zur Seite. Komm zur Mitte zurück und entspanne. Schüttel dich so ein bisschen aus. Knie beugen, strecken, den ganzen Körper schütteln. Jetzt merk sogar, wie du dich oben im Schultergürtel bewegst. Aber natürlich auch deine Wirbelsäule federt, unterer Rücken. Vielleicht ist es jetzt schon entspannter. Merkst du was? Pendel dich aus und komm nach unten auf den Boden. Wir gehen gleich in die Rückenlage, also Oberschenkel fassen, langsam abrollen. Handflächen bleiben Richtung Decke zeigend. Und jetzt drück deinen Rücken runter, kipp dein Becken und löse nochmal, versuch leicht in so ein Hohlkreuz zu gehen. Ganz leicht, aber nur. Drück runter und Hohlkreuz. Und was jetzt ganz interessant ist, spür, was dein Kopf macht. Vielleicht merkst du auch, was dein Schultergürtel macht. Arme ganz entspannt. Merkst du die Verbindung? Über die Wirbelsäule. Pendel dich zur Mitte ein, nimm deine Arme über Kopf und jetzt bewege deine Arme nach hinten. Spür, was tut sich in deiner Wirbelsäule. Lass dein Becken möglichst neutral, deine Wirbelsäule neutral. Und jetzt gehen die Arme wieder nach unten. Am besten einatmen hoch, ausatmen tief, ein. Und wenn du jetzt ausatmest, drück mit den Füßen leicht in den Boden, dein Steißbein Richtung Fersen kippen lassen. Komm ein Stück hoch, maximal bis zu den Schulterblattspitzen. Roll Wirbel für Wirbel wieder tief und nimm, während du tief gehst, die Arme wieder hinter den Kopf. Noch einmal, Steißbein beginnt, komm hoch, durchblute deinen Beckenboden und komm dann von oben beginnen wieder langsam und Wirbel für Wirbel tief. Sehr schön.
in deinem eigenen Rhythmus hineinspüren. Bleib dann unten und lass die Arme jetzt über deinem Brustbein. Becken unten halten, entspannen. Neutrale Wirbelsäulenposition, das heißt, hier ist ganz leicht Luft. Lendenlordose heißt diese Krümmung der Wirbelsäule, die ist normal. Jetzt nimmst du die Handflächen von dir weg und gehst mit den Ellbogen auf den Boden und gibst jetzt mit deinen Ellbogen mal richtig Druck in den Boden. Komm, 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 gib Druck, halte die Spannung, spür den oberen Rücken. Du kannst die Ellbogen auch ein bisschen tiefer nehmen, wie es für dich am besten ist. Und jetzt gib Druck, Druck, Druck. Atmen, drücken. Und nochmal wieder auflösen, entspannen. Noch einmal Druck, immer mal reinspüren, was macht dein Beckenboden, wenn du hier drückst. Merkst du da auch was? Merkst du die Verbindung? Nochmal lösen. Gleich noch einmal und hineinspüren. Und nochmal wieder lösen, entspannen, Hand drücken, nach oben ablegen und mal ganz langsam deine Arme nach vorne, so weit wie möglich. Und nochmal Hand drücken, nochmal nach vorne. Und jetzt nimm deine Hände ruhig zur Faust, kraftvoll, aktiv. Die Unterarme so weit wie möglich nach vorne biegen und zurück. Vielleicht können die Hände auf den Boden gehen. Nochmal kraftvoll für deine Schultern. Kraftvoll zurück. Atmen. Und letztes Mal. Und wenn dann die Arme nochmal unten sind, dann löst du auf, legst sie ganz entspannt ab, entspannst dich. Nacken entspannen, Schultern locker lassen. Dein rechtes Bein mal nach unten rutschen lassen und über die Seite ziehst du es nach oben. Noch einmal ganz locker runter. Hochziehen, Schulter, also Hüftgelenk mobilisieren. Noch zweimal. Du hast dein Bein aufgestellt und jetzt einen kurzen Moment mal natürlich in den unteren Rücken hineinspüren und in deine Schultern, in deinen Nacken. Fühlt sich die rechte Seite jetzt anders an als die linke? Auch tiefer, entspannter? Sehr gut. Andere Seite. Erstmal runter und über die Seite locker hochziehen. Nochmal. Ganz locker. Noch einen. Und wieder hochkommen. Aufgestellt, nachspüren. Vielleicht jetzt oder hoffentlich wieder gleichmäßig. Dann öffnest du deine Beine breiter als deine Matte und lässt jetzt deine Knie einfach mal nach rechts, nacheinander wieder zur Mitte und nach links kippen. Beweg deine Hüftgelenke und während du die Bewegung machst, spür auch wieder
in deinen Nacken. Was bewegt sich da? Nimm die Arme etwas höher. Und wenn du nämlich jetzt auf eine Seite kippst, dann versuch mal zu spüren, dass die Schulter hier auch mitgehen möchte, wenn du das Knie noch tiefer nimmst, und zieh dich ganz entspannt auf die Seite. Hast du das wahrgenommen? Wenn du jetzt wieder zur Mitte kommst, streck mal deinen oberen Arm und dein oberes Bein. Mach die Beine ruhig lang. Dreh dich, indem du mit deinem Becken startest. Schau mal, hier hochziehen. Und dann kommen erst Schultergürtel, Arm, Bein. Komm nochmal zurück, mach ein großes V. Starte, indem du deine Hüfte nach oben schiebst und dann deinen Oberkörper nachfolgen lässt. Nochmal zurück. Es ist ein bisschen Übung, bis man so locker das starten kann. Also Becken hoch, ein Knie beugen, mitziehen, zur Seite. Nochmal. Und wenn du dann wieder in der Rückenlage liegst, bleibst du da liegen. Streck die Beine aus. Und jetzt schau mal, dass du die Fersen auf einem Punkt hast. Und die Fußspitzen bewegen dich jetzt. Also die Fersen bleiben und nur die Fußspitzen rütteln. Du kannst die auch neben den Körper nehmen, wenn dir es unangenehm ist da oben. Spür, wie dein Becken sich bewegt. Du kannst auch die Augen schließen, deine Wirbelsäule sich bewegt. Atmen. Doch, rück mal die Arme neben den Körper. Ein bisschen anders, oder? Und dann pendelst du dich zur Mitte ein. Bleib ganz entspannt liegen. Den Nacken entspannen, die Schultern entspannen. Spür in dich hinein, wie fühlt sich dein Becken an. Wie fühlt sich dein Schultergürtel an, dein Nacken, dein Rücken? Und dann lohnt es sich, so richtig zu strecken und lang zu ziehen. Ruhig die Arme und Beine voneinander weg. Nochmal rechten Arm, rechtes Bein lang ziehen, linken Arm, linkes und gähnen, genau. Lang, lang, lang. Nacheinander die Füße aufstellen. Lass dich auf die Seite kippen und drück dich über die Seite. Eins weiter zum Sitzen. Lass dir jetzt Zeit. Komm mit einem Fuß unten durch. Komm auf beide Hände. Füße, stützt dich auf die Oberschenkel und ganz langsam rollst du dich jetzt nach oben auf. Wirklich langsam, Knie sind durchlässig, Brustbein heben, Blick im Horizont, Schultern, Arme fallen lassen. Und, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Nacken an? Wie fühlt sich dein Rücken an? Wie fühlt sich dein Becken an? Dein Beckenboden? Hast du die leichte Spannung? Was du vielleicht auch merkst, ist, dass du mit den Füßen in der genau richtigen Position bist. Also du stehst auf den Außenkanten, Großzehenballen und auf den Fersen. Ganz von alleine. Dadurch, dass wir jetzt Becken und Schultergürtel bewegt haben. Merkst du? Krone auf deinem Kopf, atme aus, zieh die Schultern hoch, atme ein und lass sie nochmal ganz nach hinten unten ziehen. Nochmal aus, ein, aus
Und noch einmal hinten, unten halten, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr fleißig. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich freue mich natürlich, wenn du unten reinschreibst, wie es dir jetzt so geht und wie es dir getan hat. Gerne einen Kommentar und gefällt mir drücken, wenn es dir gut getan hat. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Der Link wäre auch unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Und wenn du da draufklickst, kannst du auswählen, mit wie viel du das tun möchtest im Monat. Vielleicht 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was es dir wert ist. Vielen, vielen Dank. Wenn du noch mehr für deine Schultern suchst, gib einfach Schultern, Gabi Fastner, in die Suchzeile von YouTube ein. Wenn du noch mehr für den Beckenboden suchst, Beckenboden, Gabi Fastner. Also suche ruhig in der Suchzeile immer nach dem, was du möchtest. Dann findest du vielleicht auch was, was dir richtig gut tut. Und ich freue mich natürlich, wenn du ganz einfach so bei unserem nächsten Training wieder dabei bist. Bis dann!